Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Workers and Resources Sorbet Republic hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, jetzt wo wir hier die Tankstelle für den Zug haben, ja, das war nötig, ne? Das ist blödes. Habe ich die Zugtankstelle einfach mal so vergessen. Gut, wir hatten aber noch etwas Neues und da müssen wir hier mal gucken, ob eventuell nicht der Ernter, der neue... Oh, gab es den nur für Dollar? Ah, den gibt es nur für Dollar. Ein Class. CL ist Class wahrscheinlich. Stufe 35. Okay. Lass mal gucken. Rubel. Stufe 30. Der wäre besser, ne? Der wäre um 5 Stufen besser, aber wir haben noch keine Dollars. Also zumindest nicht ausreichender Form. Heißt, wir müssen da wirklich was tun. Wir brauchen Dollars. Wenn wir vielleicht eventuell... Aber wollen wir westdeutsche Technik auf unseren Feldern haben? Naja. Warum nicht? Wenn sie funktioniert, ist doch alles cool. So, die Baustelle hier ist im Bau, ne? Ja. Die Baustelle hier ist auch im Bau, ne? Ich habe ja jetzt einige Baustellen hier angetriggert. Da müssen wir natürlich jetzt jede Menge von weiter triggern, damit das hier vorwärts geht und weitergeht. Damit die werten Autos bzw. die ganzen Blöcke hier dann gebaut werden können, die wir hier so geplant haben. Es sind ja doch einige. So. Also hier muss ja noch ein Block dran geplant werden, hier muss noch ein Block dran geplant werden. Das können wir ja nicht schon mal machen, ne? Die Straße ist ja fertig. Wir könnten die Straße hier auch fertig planen erstmal. So, das Stückchen hier, ne? Das muss gemacht werden noch. Das Stückchen muss gemacht werden. Genehmigen. So, dann brauchen wir hier ein Stückchen Straße. Hier brauchen wir ein Stückchen Straße. Das können wir auch genehmigen. Gut. Okay, dann haben wir dann schon mal dort wenigstens die Baustellen jetzt abgegrenzt und das hier auch. Sehr schön. Jetzt müssen wir noch Blöcke setzen. Wohngebäude, jener Block hier. Der soll natürlich... Letzte Chance für den Kauf. Ja, das ist mir jetzt nicht so wichtig. Der soll natürlich hier stehen. Klick. Das ist jetzt in der Weg. Klick. So. Gut, dann haben wir das. Und dann brauchen wir natürlich noch die Bushaltestellen. Busplattform. Die muss hier jetzt noch der Quere rein. So. Und hier auch. Oh, das wird aber knapp hier. Passt hier nicht rein. Passt hier so nicht. Der kommt da oben nämlich schon. Das ist ein Pixel ist das. Wenn die hier nicht reinpasst, so würde sie reinpassen. Dann bauen wir sie so. So. Egal, wenn sie so reinpasst, dann wird sie so gebaut. So, was haben wir hier? Letzte Chance auf ein Fahrzeug. Das brauchen wir erstmal nicht. So, dann haben wir das auch. So, dann haben wir hier Bushaltestellen drin, dann können wir hier die ganzen Fußwege dann irgendwann früher oder später noch legen und dann müssen wir natürlich jetzt hier das planen, was wir in die Mitte planen wollten. Da soll auf jeden Fall rein, auf das Stück können wir noch nichts anplanen, aber da soll auf jeden Fall rein ein riesengroßes Einkaufszentrum. So, und das muss dann natürlich schon der Quere rein, das ist natürlich auch wieder toll, ist aber nicht weiter schlimm. Wir müssen dort nur dieses Kühlhaus dann dran kriegen. So, dann stellen wir das also so ziemlich weit hier drüben hin. Dann machen wir eine Straßenverbindung. Genehmigt. So, dann brauchen wir das Fleischereikühlhaus. Das ist bei Lager. Grundspeicher, Warenhaus. Fleischereilagerung. Die brauchen wir dann hier. Oh, das geht hier so da dran zu bauen. Das ist ja schon mal schön. So. Damit nämlich ein Kühlhaus da ist. So, Moment. Infrastruktur, diese bitte bauen. So.
Gut, dann haben wir das. Das sieht schon mal ganz gut aus hier. Genehmigen. So. Okay, dann brauchen wir hier ein Kino. Ein Kino. Ich würde gerne hier ein Kino hinbauen wollen, aber nicht an diese Baustelle dran kommen. So. Das sieht schon mal ganz gut aus, wenn hier so, glaube ich, das Kino hinkommt. Das sieht schon mal ganz toll aus. So, ein Kino haben wir denn hier noch. Sportanlagen kommen hier da hinten noch hin. Okay, hier könnten theoretisch schon noch Sportanlagen hinkommen. Könnte man eigentlich noch einplanen hier mit Tennisplatz, Fußballplatz. So. Dann wollten wir Einkaufszentrum haben wir, Sport haben wir, eine Kneipe wollten wir hier denn noch unterbringen mit. In dem Komplex hier. Kann ja ruhig hier dran kommen. So, eine Kneipe. So, eine Feuerwache fände ich hier auch sehr praktisch, sagen wir mal so, für unsere Leute hier. Die könnte durchaus hier näher dran. Ja. Ganz gut aus, wenn die da hinkommt. Dann hätte ich hier ganz gerne noch eine Überwachungsstation vor Schmutz, brauche ich nicht. Rundfunkhaus brauche ich auch nicht. Ein Rathaus hätte ich hier ganz gerne. Ein Autohändler brauche ich auch erstmal nicht. Ein Krankenhaus hätte ich schon noch ganz gerne. Dann mache ich die Baustelle mit kaputt da hinten. Dann machen wir das Krankenhaus hier unten hin. Mal. Neben der Feuerwehr. Ja, da passt es noch hin. Wunderbar. So, und jetzt gucken wir mal ein Rathaus. Hätte ich ganz gerne hier drinnen, aber das werde ich wahrscheinlich hier nicht reinkriegen, oder? Das passt nicht. Das passt hier nicht mehr mit rein. Das ist zu groß, okay. Das ist ganz knapp, ne? Wirklich extrem. Das passt hier sogar noch rein. Aber dann mache ich mir die Baustelle kaputt. Okay, also wir wissen, Rathaus können wir hier noch reinbauen. Und dann haben wir hier noch was Kleines über. Falls uns noch irgendwas einfällt, was wir brauchen. Aber Feuerwache ist mir erstmal hier wichtig. Das ist mir wichtig. Ein Krankenhaus ist mir hier wichtig, weil die Leute ziehen hier eh hin. Und dieses Einkaufszentrum ist natürlich extremst wichtig. Da wird natürlich sehr, sehr, sehr viel los sein und das müssen wir natürlich auch gut beliefern können, aber die Hauptstraße haben wir hier sozusagen durchaus dafür ausgelegt, dass das dann dort einigermaßen gut funktionieren kann. Da wird dann Nahrungsmittel hingebracht, da wird Kleidung hingebracht und alles sowas, das werden wir dann alles schön fein säuberlich dort vergraben. So, wie sieht es denn jetzt hier aus? Hier sieht es endlich mal auch anständig aus mit dem Holz, hier auch. Kann also wieder endlich Chemikalien hergestellt werden, was uns natürlich dann auf der finanziellen Seite sehr gut entgegenkommt. Ach, das war wirklich doof, ne? Dass die jetzt sich dann da auf den Füßen standen. Ne? Jetzt mittlerweile ist es ja wirklich so, hier ist nichts im Lager, aber das wenn hier ist ein bisschen was im Lager und wenn hier einer kommt, dann kann der ja durchaus das Holz dann von dort kriegen. Also das ist schon ganz okay soweit. Gut. Hätte natürlich auch schöner sein können, aber gut, was willst du machen? Manchmal ist das Leben halt hart wie ein Koffergriff. So, ich würde dann noch durchaus sagen, dass wir hier nochmal von diesen Gebäuden 1, 2, 3 aufstellen, die einfach nur dazu da sind, aber ich meine, die kommen dann hier oben nicht mehr zum Einkaufen, ne? Das ist dann, doch, das könnte knapp was werden, dass die hier einkaufen gehen können, da hingehen können, den Rest da würden sie sicherlich dann irgendwo mal eine Bushaltestelle ausfindig machen müssen. Wird auch schwer, ne, mit dieser Bushaltestelle hier. Bist du noch bis zu dieser Bushaltestelle? Na, da wird es schon schwer, ne, also. Kommst du da noch zum Einkaufen? Ne, da kommst du nicht mehr zum Einkaufen. Naja, gut, gut. Wird schon schief gehen. Gut, lassen wir erstmal so. Gut, hier in der Mitte ist noch einiges geplant. Hier wird auch noch einiges gebaut. Also wir müssen immer mal gucken, dass nicht unsere Bauunternehmen hier irgendwann mal, na, unser Bauunternehmen mal irgendwann unter Arbeitsmangel leiden. So, Unterarbeitung, das gibt's nicht, das Wort, ne? Unterarbeitung. Naja, ihr wisst, was ich meine. So, dass die da halt eben nicht drunter fallen und mal nichts mehr zu tun haben, das wäre natürlich ganz katastrophal, aber hier, das wird natürlich dann eine schöne große Baustelle werden hier. Wir müssen mal gucken, wie viel Stahl haben wir denn schon selber hergestellt. 62 Tonnen liegen hier rum, 25 Tonnen liegen hier rum. Naja, damit kommt man nicht unbedingt weit, aber wir werden sehen, wenn es denn soweit ist. Und hier, das Lager läuft sogar wieder voll, also auch wenn wir hier jetzt quasi mit unserem Zug
Sachen exportieren. Kann ich ihn jetzt eigentlich mal ins Depot schicken und dann kann ich ihn ja eventuell verlängern, ne? Haben wir auch gerade rechtzeitig geschafft. Dann kann ich da nämlich noch einen Anhänger mehr dran tun. Dann kann er nämlich mehr als 180 Tonnen transportieren. Dann transportiert er uns nämlich 240 Tonnen. Denn momentan hier das Lager, das läuft ja voll. Reicht unsere Produktionskapazität dafür aus. Das Einzige, was runtergeht, ist natürlich unser Kies. Ah ja, okay, wir müssen also noch ein paar Kieskutscher bzw. ein paar Bruchsteinkutscher fahren, weil die arbeiten halt nicht, wenn die keinen Bruchstein haben. Okay, Bruchsteinkutscher. Kipper. 1, 2, 3, 4. 4 würde ich gerne kaufen, danke. So, die müssen wir dann gleich mal zuordnen. Wir gehen jetzt auch erstmal in dieses Depot und kaufen hier ein Fahrzeug für Rubel. Und zwar kaufen wir Güterwagen, Open Wagon. Das ist der, ne? Offener LKW. Hoppala. Naja, gut. Ja, der ist das. Und dann gehst du hier wieder auf deine Route. Start ab. So. Gut. Du Kipper kriegst vollen Auftrag. Du fährst hier hin. Dann fährst du dahin. So. Start. Das kopieren wir auf den Kipper. Start. Du Kipper fährst dahin. Was ist zu mir hier? Du Kipper. So. Fährst dahin. Und dann dahin. Und das kopierst du auf den. Start. So, dann haben wir jetzt hier zumindest die LKWs erstmal erhöht. Dann könnte jetzt durchaus sein, dass hier irgendwo Stau entsteht. Ich hoffe mal nicht allzu großer Stau. Aber wir werden es erleben. Also momentan müsste das hier, ne, also die haben 50 Tonnen Bruchstein und so weiter und so fort. Das geht ja nicht rüber, die Katze voll. Wir haben ja auch genug Leute da. Aber hier steht halt schon der erste LKW an und da wird ja gleich der zweite auch noch anstehen. Nehme ich mal an, aber na gut. Also das muss jetzt dann da oben ein bisschen schleunigst gehen. Vielleicht müssen wir denn hier dann noch den einen oder anderen zum Bruchsteinabbau hier ermutigen. Gut. Wie sieht es denn hier hinten mit der Baustelle eigentlich aus? Achso, hier, da ist ja die Straße jetzt dran, ne? Ah, der Asphaltfertiger ist schon da. Das heißt, hier müssen wir auf Asphalt warten. Da kommt auch welcher. Oh, sehr gut. Wir brauchen 34 Tonnen. Die ersten 12 Tonnen haben wir hier, ne? Jo. Sehr gut. Okay, das funktioniert. Wie sieht es hier mit Kohle aus? Keine vorhanden und es stehen auch Leute an. Das heißt also, wir haben momentan wahrscheinlich nicht genügend Kohle hier drin. Ja, wir kaufen wieder Kohle an. Und wir haben wahrscheinlich auch nicht genügend Kohle hier drin. Ich würde jetzt für kurze Zeit einfach mal einen einmaligen Import von 100 Tonnen Kohle machen. Ähm, 102 Tonnen Kohle. Die würde ich jetzt einmalig einkaufen. Dann können die jetzt sich erstmal ordentlich Stahl produzieren, damit wir da ein bisschen was rauskriegen. 100 Tonnen Kohle, das ist ein Viertel von dem, also das ist recht für 10 Tonnen Stahl ungefähr. Aber wie gesagt, so, da wird ordentlich was weggebracht. Wir haben jetzt auch schon wieder ordentlich Geld ausgegeben, das muss man auch dazu sagen. 65 plus 25 sind immerhin schon 90 Tonnen Stahl, die wir selber produziert haben. Das ist ganz gut so. Ich weiß auch nicht, ob schon Stahl weggeholt wurde von hier hin für irgendwelche Produktionsketten, aber ich denke mal ja. Müsste ja speziell für den, ne? Der Stahl müsste schon selber produziert gewesen sein, was wir hier reingesteckt haben. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Wir müssen dann noch so ein Baudingsbums machen hier für unsere, für die Schienen, ne? Da müssen wir noch so einen Lokschuppen bauen für, nicht einen Lokschuppen, sondern diese, da gibt es so ein Bauwesens-Dingsbums. Ich habe ja auch in den Mods gesehen, dass es hier diese Bauhöfe in riesengroß gibt, dass man dann 48 Autos oder sowas dazu weisen kann. Wobei ich gesagt habe, ja, das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Wenn man den Mod vielleicht mit dazu nimmt, weil dann kann man da wenigstens einigermaßen Fahrzeuge reinbuttern. Ich weiß gar nicht, ob ich hier den schon voll ausgebaut. Ja, der hat schon 12 Fahrzeuge. Das heißt also, wir müssten eh neue bauen, um mehr Baufahrzeuge zu haben. Aber wir haben hier noch Platz. Obwohl, den Platz hier wollte ich ja noch nutzen, um hier vielleicht eventuell eine Abzweigung für die Bahn zu bauen. Wo wir dann hier quasi den Kies direkt rausbringen noch, aber dafür habe ich jetzt momentan eigentlich zu wenig Kies auf
der Ladung oder auf der Schippe. So, hier ist fleißig am Abbauen und am Kies wegbringen. Ja. Sieht so aus, als wenn es das jetzt erhält. So, ne? Bei 350 Tonnen müssen wir uns mal merken. 350 Tonnen Kies haben wir noch über. So. Gut, es geht natürlich auch viel in den Bau hier, ne? So, wird denn hier überhaupt gebaut? Noch ist hier noch eine Baustelle? Die Baustelle ist doch noch offen hier, oder nicht? Nee. Nee. Wo baue ich denn gerade eigentlich hier? Habe ich hier keine Straßen momentan in Produktion? Die müssten doch hier eigentlich... Nee. Nee. Naja, dann machen wir die Straßen hier fertig. Und die Straßen und die Straßen. So. Müssen wir mal ein bisschen hier nochmal Wallung in diese ganze Bauindustrie bringen hier. Damit hier mal ein paar Querstraßen noch fertig werden. So. Fahrzeuge haben wir ja genug. Das wird nur schwierig, wenn dann irgendeine Baustelle mit Teer quasi gerade voll beladen werden muss und wir den Teerleger quasi ganz woanders haben, aber hier oben geht's jetzt, ne? 13 Tonnen brauchen wir noch, also müsste noch ein LKW mit Teer hier hinten irgendwo unterwegs sein. Na gut, Kohle, Teer, das erkennt man jetzt nicht ganz so gut auseinanderhalten, aber ein LKW brauchen wir mindestens hier noch, ja. Dann sollte hier die Straße fertig sein. Und dann können wir das Ding hier bauen und dann gucken wir mal, ob wir da mehr Kohle rauskriegen und dann hier halt eben mehr Kohle produzieren können. Also wir müssen wahrscheinlich auch einen Fußweg von hier raus da oben hochlegen, aber das machen wir dann, wenn die Straße fertig ist. Damit nämlich dann die Leute einen kürzeren Weg nutzen können, beziehungsweise ja, einfach einen kürzeren Weg nutzen können, dass sie von der einen Plattform dort noch hinkommen. Und dann müssen wir wahrscheinlich nochmal einen extra Bus der Arbeiter von hier irgendwie dahin fährt. Holen, bauen oder hinbauen. Also hier könnte man ja auch noch diese Baustelle fertig machen hier. Dass hier auch noch ein bisschen Leute hingeliefert oder abgeholt werden. Aber wir sehen, okay, wir haben wieder 730 Tonnen. Okay, also das läuft. Das ist, glaube ich, ein bisschen mehr geht raus als... aber das ist gut so. Das ist gut so. Also ich meine, wenn er jetzt einmal rausfährt, dann hat er so ungefähr 11.000, müsste das sein, ne? 240 Tonnen mal 40 oder was man kriegt. Ja, das ist knapp 10.000. Ist so knapp 10.000. Passt schon. Für eine Fahrt, wenn er die hin und her macht und so weiter und so fort. Also der wird sein Geld jetzt schon verdienen. Er macht das jetzt hier einmal ein bisschen was und dann wird hier weiter produziert. So, ah ja, okay, Kies geht doch noch runter. Okay, also Kies ist noch auf dem absteigenden Ast. Also, okay, gut. Naja, wenn wir das wissen, dann ist das ja gut. Dann müssen wir dann halt eben dann doch damit leben, dass wir vielleicht von hier aus Kies noch wieder irgendwo hinbringen. Ja, irgendwie, dass wir dann vielleicht dann hier noch hinliefern mit, aber... Das wäre natürlich auch blödsinnig. Na, könnte man machen. Man könnte so 4 Kipper oder 3 Kipper, die dann den Kies, der von hier ist, den einfach hier mit anliefern lassen. Ne? Aber Bruchstein, also ich sag mal so, wenn wir es hinkriegen, dass das Ding hier durchgängig quasi produziert, dass es immer Bruchstein bis zum Anschlag hat, dann ist schon mal viel geholfen und ja gut. Wenn das hier dann halt dann alles aufsaugt, dann saugt es auf. So, hier holen wir schon Stahl wieder ab. Für welche Baustelle ist es? Unvollendete Straße in Novigorod. Okay. Das Novigorod müsste ja hier sein, denn nur unvollendete Straße, die den Stahl kriegt. Könnte ja dann nur hier sein, oder? Ne, die ist schon fertig. Warte, wir müssen jetzt hier noch gerade gewalzt worden. Ich habe hier, irgendwie Straßen sind hier in Betrieb, ne? Bis die gebaut werden müssen hier. Der Bau hat aufgehört, alles klar. Hier hinten fahren auch ein paar rum. Naja, es ist viel zu tun. Also wir haben da jetzt sehr, sehr, sehr viel zum Bauen freigegeben. So, und hier ist jetzt wirklich dann die Lieferung von Stahl notwendig. Beziehungsweise hier muss jetzt erstmal die Walze herkommen. Ich hoffe, dass die nicht selber fahren muss, weil dann ist die eine ganze Weile unterwegs. Das könnte länger dauern. Du hast den... Was tun da drauf? Ah, eine Schieberaupe, okay. Und du hast einen Bagger hinten drauf, okay. Also hier werden also... Dinge werden hier durch die Gegend gefahren. Da fährt ein Bagger so durch die Gegend. Eieiei. So, wie sieht es hier hinten aus? Mit der Baustelle, weil das müssen wir natürlich dann
auch weiter. Ah ja, die ist fertig. Okay, also hier können wir die nächste Baustelle sozusagen reinnehmen. Für die Kiesstraße. Jo, dann auf geht's. Upsala, das ist jetzt das Falsche gewesen. So, das müssen wir nehmen hier. Ja, wir halten die jetzt so gut auf Trab hier, glaube ich. Jetzt sind sie gut am Arbeiten, wieder gut am Rotieren hier, die ganzen Fahrzeuge. Aber das ist doch schön, wenn sie alle Arbeit haben und wenn sie alle rumrotieren und die Leute dann noch nicht ganz so viele Arbeitslose sind. Ja, das müssen wir ja auch mal so ein bisschen beachten. Dann kriegen wir irgendwann auch hoffentlich das mit dem Wohnraum wieder auf Kette. Und wenn wir das dann haben, da freut sich dann natürlich dann vor allen Dingen auch das Akademikervolk wieder. Wenn dann mehr Wohnraum da ist, dann flüchten sie ja nicht mehr so dolle. Ach ja, langwierige Ziele. Also wirklich, das ist ja schon lange geplant hier, 1970. Boah. Also ich sag mal so, das soll eigentlich, also bis 72, 73 hätte ich das ja nicht ganz gerne fertig gehabt, aber ich glaube, das schaffe ich nicht. Hm, ich habe zu viel nebenbei hier noch aktiv, ne? Na gut, das ist dann halt so. So, fährt hier irgendwo eine Walze rum oder so? Sieht man sowas? So ein LKW mit einer Walze. Da fährt eine Walze rum. Eieiei. War gut, dass da oben eine Tankstelle ist. Gut, alles klar. Also die Walze fährt da von Hand hin. Das ist natürlich jetzt eher suboptimal, aber naja, man kann es halt nicht ändern. Ich glaube, die Straßen waren die letzten, die ich gebaut habe. Ne? Dann kann ich ja hier oben jetzt auch durchplanen in die ganzen Schulgebäude. Und dann muss ich noch was gucken, was wir hier auf diesen Ecken machen. Dann könnte man ja theoretisch auch noch dann ein Gebäude hinzaubern. So, wie weit kannst du jetzt eigentlich gehen? Also du kommst definitiv bis in die Mitte. Und du kannst... Oh, doch, die Mitte, das ist erreichbar für dich. 134, wenn wir dann einen Zirkel reinschlagen, 169, also du müsstest bis hier hinten rüber kommen. Also das sollte gehen. Alles klar. Gut, wir werden natürlich noch mit Fußwegen hier zwischendurch und was nicht alles. Da gibt es ja dann hier mehrere Optionen, die wir dann hier ziehen. Also hier können wir auch noch einen Fußweg mit dich durchmachen. Ich weiß nicht, ob wir das Dinge zur Fußgängerzone erklären können. Das wäre natürlich auch noch lustig, aber ich glaube, das geht nicht. Gut, wir haben, was haben wir in dieser Folge gemacht? Wir haben neue Baustellen freigegeben. Wir haben festgestellt, dass hier unsere Kiesproduktion jetzt wirklich am Rande der Existenz ist. Also da wird es dann demnächst am Kies mangeln. Was natürlich dann interessant ist, aber wir haben auch schon fleißig Platten verkauft. Für, also dieses Jahr haben wir schon Platten verkauft für... Wo sind sie? 75.000. Ist gar nicht mal so wenig, was wir da an Geld mitmachen. Ich weiß noch nicht, wo ich die Elektronik habe, die ich verkaufe, aber ich verkaufe Elektronik anscheinend irgendwie. Das kann vielleicht eventuell so ein Uni-Ding sein, dass die hier irgendwas machen oder so, dass ich da irgendwie Elektronik herkriege oder dass das das Radioprogramm ist, dass das als Elektronik verkauft wird. 104,99%, 115% haben ein Radio, das ist auch sehr interessant, dass 105% unserer Bevölkerung ein Radio besitzen. Hier passt es jetzt schon mal nicht. Moment. Mal hier mal gucken. 163 Radios bei 179 Menschen. Das ist irgendwie, keine Ahnung, also es muss irgendwo ein ganz großes Haus des Radios geben, wo ganz viele Radios rumstehen. Vielleicht haben die auch selber hier jetzt ganz viele Radios aufgestellt, damit sie ihre Einschaltquoten hochkriegen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Hier muss jetzt irgendwann mal eine Walze ankommen, diese Straße durchwalzen. Da hinten fährt sie schon, damit wir hier diesen Kohlekomplex noch ein bisschen ausbauen können. Und vielleicht geht es ja dann, wenn ich von hier dann quasi so eine Leitung da reinlege, dann hier ein bisschen schneller, dass wir hier mehr Kohle haben und dass wir dann hier mehr Kohle wieder im Angebot haben und dass dann unsere Leute hier die Kohle auch fleißig verteilen. Im Stahlwerk die Kohle, die 100 Tonnen, die ich da mal eingekauft habe, sind so gut wie aufgebraucht. Aber dadurch haben wir natürlich auch mehr Stahl im Lager. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis denn. Tschüss.